Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Body's fucking tailored in every night. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Hack mit Skash in Survival Games bzw. Quick Survival Games. Und wir haben ein paar Themen, über die wir reden können, die sind nicht wirklich groß, aber ja. Erstmal zum Goma Anti-Cheat. Es gab ja soweit Updates, das mit der Kalaura und dem ganzen Zeug habe ich ja schon erzählt. Das wurde jetzt schon lange wieder gefixt, sprich die meisten Clients werden nicht mehr geautobahnt. Das ist jetzt eh nicht so die große Sache gewesen, man musste halt einfach nur ein paar einzelne Sachen ändern. Und man sieht, die Kalaura geht durch wie Butter, nach wie vor, und keine Autobahns. Goma hat jetzt letztendlich wirklich den Fly und den Teleport-Hack gepatcht, was jetzt keine große Sache ist. Das hätte ich in 5 Minuten hingekriegt, nämlich hätte einfach die neueste Version von Node.js Plus installiert und dann wäre das auch fertig gewesen. Dass Goma so lange dafür braucht, ein schlechteres Anti-Cheat zu machen als NCP und das dann verwendet, ist halt noch immer die größte Frage, aber das ist halt Gommes Entscheidung und nicht meine. Haben sie es jetzt so gemacht, wie sie es gemacht haben, haben jetzt dann letztendlich Teleport und Fly, wie gesagt, gepatcht, aber dafür haben sie Legends gefickt, das wird denen schon auffallen und ich denke mal, daran werden die sogar noch was verändern müssen. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Und da sind wir in der nächsten Runde und machen auch direkt mal mit dem nächsten Thema weiter, nämlich mein Merch. Nämlich, ich habe das angekündigt und es kam dann direkt erstmal die Frage, so einen Tag später, wann ist dein Merch da? Das fand ich dann ziemlich witzig, weil ich es halt, wie gesagt, einfach nur angekündigt habe und noch gar nichts fertig war, aber ist ja auch vollkommen egal. Der Merch ist in Arbeit, das sollte sogar in den nächsten Tagen schon soweit sein. Das ist, wie gesagt, auf 3D Supply, wo die ganzen YouTuber ihr Merch haben. Das sieht ganz nice aus, ich habe das selber gemacht, die haben das dann abgeändert, ich finde es jetzt die Abänderung nicht so viel besser, aber naja, es ist deren Entscheidung schließlich. Und ich kriege da auch nicht mal so viel Geld für, was halt, ja, mich jetzt eh nicht gejuckt, selbst wenn ich gar kein Geld bekommen hätte. Weil, nun ja, ich mache das halt, wie gesagt, für die Leute, die da schon so lange drauf warten. Was zur Hölle? Ich mach mal Jesus aus, weil ich irgendwie auf Lillipads ein bisschen gebuggt wurde. Naja. Dann wieder zum nächsten Thema so, der Shop ist dann jetzt endlich, wenn ihr das Video seht, schon online. Paysafe Card ist noch nicht drin für die ganzen Leute, die fragen wie Sau. Sonst würde ich auch schon wieder gar nicht über den Shop reden, weil das kommt immer so scheiße rüber, aber naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Shop ist dann wieder fertig. Paysafe Card wird dann auch demnächst drin sein, sprich so ungefähr einen Tag später, nachdem ihr dieses Video seht. Und ja, dann ist das endlich auch mal fertig. Und dazu dann jetzt so zum nächsten Thema. Die Übergänge waren unglaublich scheiße, ich weiß, aber ist auch vollkommen egal. Ich bin jetzt endlich in einem Netzwerk. Ich bin in Unique. Und ja, ich habe jetzt noch nicht viel Kontakt gehabt, aber ja, mir gefällt es schon mal ganz gut, auch wenn es ja jetzt eh nicht so viel Kontakt war halt, ne. Und die Hauptsache ist eigentlich erstmal nur, dass ich dann jetzt keine Strikes mehr kriegen kann, sprich, das ist schon mal ganz nice so, weil, ne, muss ich nicht mehr meinen Channel wechseln. Und warum ist diese QSG-Map so unglaublich groß, obwohl sie nur für QSG ist? Ich kenne die vor allen Dingen nicht mal. Deathmatch wäre auch in 5 Sekunden. Naja, wir schaffen das auch nicht mal mehr, den zu töten, leider. Egal, dann wird's jetzt soweit sein. Einer? Oh, er tryhardet mit Angel. Schade für ihn. Echt ultimativ belastend. Ja, wir sehen uns dann gleich in der Runde Bed Wars. Und da sind wir in der nächsten Runde. Jetzt spielen wir einfach ohne Themen und, ja. Oh, geil, Alter. Wir haben sogar einen ganzen Goldschuh aus der Kiste bekommen. Da freue ich mich aber. Einer? Alter, ich glaube, der hatte... Ja, doch, der hatte sogar ein Schwert. Was war sein Ziel? Er hat mich die ganze Zeit nur angeangelt. Ich glaube, der dachte, irgendwann kriege ich schon Knockback, wenn er es lange genug versucht. Ich glaube ja irgendwie tatsächlich nicht, dass das so funktioniert. Alter, sind die easy. Ach, Skash ist schon lecker.
Und Skash hat jetzt auch übrigens so einen Shader ESP bekommen, wie ihr da vorne seht. Oh. Kann es sein, dass der hackt? Der kriegt ziemlich gut Hits. Ich glaube, der war am Safe-Hacken, also am Invis-Hacken. Oder am Legit-Hacken oder wie auch immer man es ausdrücken möchte. Übrigens sollte ich mal noch Stordern auf AC stellen. Erstmal töte ich den da vorne. Der kommt mir schon so. So, noch Stordern. Da. Oh, AC ist sogar an. Okay, dann weiß ich nicht, was gerade nicht funktioniert, weil es hat vorher mal funktioniert. Und es staut mich irgendwie auch gar nicht runter. Ist ja auch vollkommen egal. Killer ist trotzdem lecker. Speed auch. Und insgesamt alles außer No Slowdown gerade. Tschüss. Na, damit sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Und da sind wir wieder auf der gleichen Map. Ich habe leider nicht drauf geachtet, aber ist ja auch vollkommen egal. Skywars Server sind gerade down. Ich hatte gerade Lust auf Skywars, aber da es nicht offen hatte, ja, spielen wir halt einfach jetzt normal. Weil in Skash für Bed Wars ist noch kein Timer drin, sprich, wir hätten kein Speed in Bed Wars, was nicht so lecker wäre. Das muss der Macher noch einbauen, aber das sind ja 2 Minuten Arbeit, gefühlt. Timer hat ja jeder Free Client. Besseres Schwert nehmen. Klein Block. Ich dachte gerade schon. Aber meint. Krümeliger Keks, Alter. Oh Junge, die Namen auf Gomme sind einfach wundervoll. Warum ist sein Kopf gerade unsichtbar gewesen? Ach ne, es war nur von der Farbe her ein bisschen komisch. Ich fress einen Besen. Ja, die Namen sind heute wirklich gut. Ich hoffe, euch hat übrigens das mal mit den Themen so ein bisschen gefallen. Ich meine, ich habe insgesamt nicht so oft Themen, über die ich sprechen kann, aber wenn ich sie habe, dann spreche ich natürlich auch darüber. Ich versuche ja irgendwie meine Folgen zu füllen, dass ich nicht allzu wenig rede. Meinst du, dem Gameplay kann man halt relativ wenig sagen. Wir zerstören halt alles. Aber ich meine, gut, als Legit kann man auch nicht mehr dazu sagen, außer irgendwelche behinderten Geräusche zu machen. Insgesamt Minecraft zu kommentieren ist nicht so top-kack, wenn man kein Thema hat, aber ja. Ah, das ist sogar ein Team, ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade tatsächlich für eine Sekunde, die würden mich bekommen, weil meine Killaura mal so zwischen denen hin und her geswitcht hat und sich nicht auf einen konzentriert hat. Da sind sie danach auch direkt rausgequittet. Da hatten die, glaube ich, nicht so viel Spaß. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Da die Skywars Server wieder gehen, sind wir jetzt noch in einer Runde Skywars. Ich denke mal auch abschließend, weil ist schon. Ich bin extra in ein Team gegangen, wo niemand drin ist. Und er kommt trotzdem in mein Team. Ich hasse ihn. Okay, warum werde ich fürs Nichtstun gesetbackt? Find den Server gerade schon wieder lustig. Nö, du kriegst keine Sachen. Fick dich. Dafür, dass du in mein Team gekommen bist, ich schmeiß die Sachen alle hier runter. Bin ich normalerweise so ein Hurensohn? Aber unter den Umständen doch, eigentlich schon. Warten wir mal ganz kurz, bis die Schutzzeit sofort zu Ende ist, damit wir auch fliegen können. Beziehungsweise wir gehen halt mit der Enterpale hier rüber, auch wenn wir das schon lange sind. Aber okay, die Schutzzeit ist schon zu Ende, sehr gut. Ich dachte, ich könnte mir noch ein Dia-Schwert machen, aber da war die Schutzzeit schon zu Ende. War Top-Cack. Kurz mal die beste Rüstung hier rausholen und mal ein bisschen hochheilen. Und danach gehen wir, glaube ich, in die Mitte. Ja, wir gehen in die Mitte. Beziehungsweise wir fliegen in die Mitte, aber hey. So. Oh, er kommt schon zu uns runter. Wie freundlich von ihm. Er hat nur eine Ho. Den töten wir auch noch. Nice. Okay. Dann achten wir mal darauf, dass uns jetzt gerade mal niemand tötet, während wir hier nicht gerade aufpassen. Weil ich wollte irgendwas umstellen. Hab zwar schon wieder vergessen, was, aber sehr gut. Ich weiß gerade auch nicht warum, aber Top-Cack. Wir sollten erstmal regenerieren und überhaupt was essen, bevor wir hier irgendwas machen. Also, ist hier irgendwas zum Heilen drin? Nö, natürlich nicht.
Dann gucke ich mal in die Kisten, ob da noch was Gutes drin ist. Ich bezweifle. Sind die dumm? Ich glaube, die sind wirklich dumm. Wow. Die haben ja gut die Kisten durchgecheckt, haben das Beste drin gelassen. Gehen wir mal zum nächsten Team. Lebt mein Teammate? Ja, der lebt noch. Okay, ich weiß nicht, warum wir gerade zurückgebackt wurden. Das war irgendwie leicht komisch, aber hey. Ist mir noch gar nicht passiert mit einem AC-Glide, aber hey. Alter, die Killaura ist wirklich so lecker. Es ist so unglaublich witzig. Gehen wir zum nächsten Team. Beziehungsweise, ja. Hi. Oh. Hat er sich noch versucht zu splashen. Schade. Tschüss. Und ich glaube, wir spielen danach noch eine Runde. Beziehungsweise, was heißt ich glaube, sonst wäre es ein bisschen zu kurz. Und wir sind gerade irgendwie bei 11 Minuten oder so. Ja, dann spielen wir gleich noch eine Runde Quick Survival Games nach der Runde hier. Alter, wie er einfach es nicht hingekriegt hat, mich zu hitten. War schon leicht witzig. Ne, wir holen uns eh nichts mehr Besseres. Wir brauchen auch nichts mehr Besseres, aber egal. Außer vielleicht Heilung, aber... Na, unser Teammate ist inzwischen auch schon down gegangen. Habe ich ja drauf gewartet. Brauchten eh nicht seine Hilfe. Oh. Wie geil das denn war. Cool. Erstmal wieder fürs Nichts machen, genau-cheatet werden. Ja, klar. Also man läuft gegen Blöcke, kriegt Schaden und wird genau-cheatet. Gomma HD, Props an euch mal wieder. Also scheint ziemlich gut zu sein, euer Anti-Cheat. Müssen wir gerade mal vergleichen mit Nichtstun. Fliegen geht aber komischerweise. Aber beim Nichtstun wird man dann irgendwie geflaggt. Ist schon ein ziemliches Mysterium. Wir sehen uns dann gleich in der letzten Runde. Ich weiß nicht, warum ich geautobannt wurde. Ich bezweifle sogar, dass es ein Autobahn ist, weil der Client nicht autobannt. Und ich kenne diese Reason auch gar nicht. Also war es wahrscheinlich ein Mod. Wir sehen uns dann gleich auf dem nächsten Alt in der letzten Runde wieder. Bis gleich. Und da sind wir in der letzten Runde. Ich bin übrigens mit dem Alt in irgendeinem Clan. Ich weiß nicht, warum, aber ja. Manchmal sind die Accounts halt auf Gomma gebraucht. Und der Alt kommt dann natürlich auch in die Beschreibung, wenn, ja, weil der halt eh nicht gebannt wird. Ist ja sehr unwahrscheinlich, dass wir von einer QSGE-Runde von einem Mod gebannt werden. Insgesamt Reports zu fressen ist zwar wahrscheinlich in einer QSG-Runde, aber so sehr schwitzen die Mods dann doch nicht. Also bin ich gerade noch überzeugt von. Wir konnten ja gerade ein paar Runden spielen, ohne gebannt zu werden. So würde mich jetzt wundern. Tschüss. Hart 6. Guter Clan an der Stelle. Hi. Oh, bist du ein bisschen outranged. Alter, Skash ist so unglaublich lecker. Oh, echt schade gelaufen für dich, mein Freund. Wir essen mal ganz kurz einen Goldapfel. Ich weiß zwar auch nicht warum, weil wir ihn eh nicht brauchen, aber ich meine, wenn wir es haben, ne? Wer hat, der hat. Ist halt so wie im Leben. Oh, das ist schon wieder ein krasser Angel-PvP, ja. Na, dann angel mich doch mal weg. Ah, scheiße, geht ja jetzt nicht bei No-Knockback, ne? Echt belastend gelaufen. Hey. Möchtest mit einem Schnitzel getötet werden? Mit einem Steak? Der hat ein Eisenschwert, oder? Den können wir nicht mit einem Schnitzel töten. Oder können wir es doch? Okay, nein, können wir nicht. Das ist mir eindeutig zu risky, sorry. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Skash, also der Client, ist wie immer in meiner Beschreibung. Und ja, bis morgen. Haut rein. Ciao.